Ja, servus Leute beim Bossys Zweiter Kanal. Ich begrüße euch wieder mal ganz herzlich bei einem neuen Video. Heute mal nicht mit der Yamaha Tri City, weil die Yamaha Tri City ist jetzt in die Winterpause. Ich konnte kein Video leider mehr mit ihr machen und habe das letzte Mal beim Video vergessen, mich zu verabschieden, so gesehen. Oder wir verabschieden jetzt die Yamaha. Leute, mein Hinterreifen ist bei 1,1. Der ist komplett abgefahren. Der braucht nächstes Jahr braucht er einen neuen, hinten wie vorne. Aber darum geht es nicht. Es ist Winterpause, aber es geht mit anderen Rollern weiter und mit dem Kanal trotzdem. Und hab viel vor. So, ihr habt es in der Videobeschreibung schon lesen können. Guckt mal, was ich hier habe. Seht ihr sie? Ich habe hier eine Piaggio Sfera RST 1995 mir gekauft. Die war ziemlich im Arsch, hatte aber sehr Potenzial. Und ich habe die in meinem Urlaub, ich hatte ja Urlaub, das habe ich euch erzählt in dem letzten Video, da habe ich die restauriert. Ja, so, und jetzt fahren wir zusammen zu meinem Lieblingsgebiet. Da hat früher, ich sag mal so, da fing alles an mit Rollerfahren und. Da müssen wir aber ein Stückchen fahren. Und ich werde euch in dem Video währenddessen immer wieder mal ein paar Bilder einspielen, dass ihr euch davon selbst überzeugen könnt. Ich habe halt leider keine Videos gemacht, wie ich sie restauriere. Ich habe halt eher Bilder gemacht in meiner Werkstatt, immer wieder mit dem Handy, habe die heute alle per Mail an mich selber geschickt. Es waren einige. Ja, und da werdet ihr auf jeden Fall in diesem Video immer mal wieder so ein bisschen was sehen. Und ich hoffe, euch gefällt's. Ja, werde bei ein paar Bilder werde ich wahrscheinlich auch was dazu erzählen. Und ja, Leute, da seht ihr, wie ich sie gekauft habe. Ziemlich runtergekommen, das ganze Ding, und rostiger Auspuff. Beim zweiten Bild seht ihr hier bei mir in der Garage, wie ich langsam anfange, sie auseinanderzulegen. Hier habe ich mir das hintere Teil des Rollers mal vorgenommen. Ihr seht, schon sehr schmutzig. Was aber immer mehr auffällt, ist zwar erst das dritte, vierte Bild, dass sie Potenzial hat. Wer genau ein geschultes Auge hat, sieht schon mal den Rahmen nicht verrostet, zumindest hinten. Kolbenfresser, das war der Grund, warum man nicht mehr fuhr. Deswegen habe ich ihn auch für 140 Euro geschossen. Gar kein Problem gehabt. Ich hatte nämlich noch einen neuen Zylinder da. Da habe ich mir mal die Variomatik so angeguckt. Hat erstmal einen ganz guten Eindruck gemacht. Von außen sehr sauber. Ja, hier habe ich mir den Reifen angeschaut, welche Größe ich brauchte, nachdem ich mir, also für die Bestellung. Hier war der hintere. Es sind nicht zwei verschiedene Größen. Einmal 100 vorne und 110 hinten. Ja, hier gut zu erkennen, wie ich die Karosserie langsam auseinandergepflügt habe. Vorne schaut er aus, komplett nackt. Und da auch den Rahmen zu erkennen, kein Rost, das ist nur Dreck. Da habe ich dann die Innenverkleidung weggemacht, alles schön auf Seite gelegt. Ja, war einiges an Arbeit, kann ich euch sagen, weil da 1000 verschiedene Schrauben verwendet worden sind. Ja, der Sitz, total im Arsch, kaputt, zerrissen. Hier habe ich dann zum Lackieren angefangen und ja, weiter mit dem Video. Genau. Mensch, ist hier noch ein Verkehr wieder mal. Wahnsinn. Ja, ich bin auf jeden Fall mit dem Roller jetzt schon 110 Kilometer gefahren. Es war mir sehr wichtig, bevor ich hier dieses Video mache, um euch die Piaggio Sfera RST zu präsentieren, dachte ich mir, jo, fährst du erstmal ein bisschen Test, ansonsten fällt der Test ins Wasser. Und hier ist schon wieder alles voll. Was für eine Scheiße. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich toll. Das gefällt mir wie die Sau. Es ist so richtig schön immer, wenn hier so voll ist. Das ist aber typisch am Hauptbahnhof in Nürnberg. Es ist jedes Mal hier der Mist. Ich versuche mich da jetzt vorzuquetschen. Aber ich wollte halt das Video so machen, dass ihr halt noch von dem Video was mitbekommt und dass ihr auch genug seht. Passe ich da durch, Leute?
sagt mir es, passe ich durch. Ja, oh, ich schlinge mich jetzt einfach durch. Ich, alter Schlingelhase. So, ist mir auch egal. Und deine Hand rein. So, geil. So, auf jeden Fall schaut es gerade total beschissen aus mit dem kleinen Roller und mit der Cam auf der Seite. Das muss bescheuert ausschauen. Ich habe jetzt gerade mein Sonnenbiss hier unten, dass das, also mich keiner sieht. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die gekauft. Für 140 Euro. Hab die mit dem Bus abgeholt, hab mir einen Bus gemietet und hab die dann abgeholt, Leute. Und ich muss sagen, sie hatte Potenzial. Ich sag jetzt mal, wie ihr schon ein bisschen auf den Bildern sehen konntet, hatte sie Potenzial. In der Maschine, also in dem Roller, ist ein Weber-Vergaser verbaut. Und bei dem Weber-Vergaser, das ist ein 12er, ist die Choke-Düse gerissen. Und ich habe keinen Ersatz dafür, einen Weber-Vergaser. Und das Problem ist, dass diese Choke-Düse, die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt gestern nach langen Überlegen, weil ich mehrmals was umgebaut habe, ich habe nämlich einen manuellen Choke drin und habe gestern einen E-Choke reingebaut und habe sie dann angeschmissen, geht nicht. Wenn es kalt ist und der Choke noch nicht zu ist, keine Chance. Ich kriege das Ding dann nicht an und es ist total überfettet. Das ist wegen der kaputten Choke-Düse natürlich. Und deswegen habe ich ihn dann wieder auf manuell umgebaut gestern. So, heute war ich in der Arbeit und dann dachte ich mir so, ich habe da keinen Bock drauf, weil im Winter, weil manchmal springt sie natürlich trotzdem auch schwer an. Wenn ich den Choke, weil ich muss den Choke immer zulassen. Und wenn es natürlich kalt ist, dann springt das Ding jetzt da schwer an. Das heißt, ich habe mich jetzt entschieden, einen Delorto einzubauen, einen 14er. Der kostet mich jetzt 114 Euro, weil ich auch noch die Bedüsung anders machen muss. Ist ein bisschen viel. Aber ist notwendig jetzt, um diese Sache sauber abzuschließen. So. Ja, auf jeden Fall, aber er läuft jetzt erstmal. Es ist jetzt momentan aktuell noch der Weber-Vergaser drin. Und wenn der Choke zu ist, dann, ja, dann, also, wenn er warm ist und der Choke ist zu, dann läuft er so auch erstmal richtig gut. Wie ihr auf den Bildern schon erkennen konntet, habe ich einiges gemacht. Ich habe alle beide Dämpfer ausgebaut. Neu eingebaut, ich habe die Tachowelle geändert, ich habe einen neuen Zylinder und Kolben drauf gebaut, ich habe den Lack lackiert, ich habe das Plastik aufbereitet, ich habe zwei neue Reifen drauf, hinten habe ich eine einigermaßen noch gute Bremse verbaut, vorne habe ich die Bremsen gelassen, weil die dann gut waren und ich Idiot habe dann leider Bremsöl, also Bremsflüssigkeit auf die Belege leicht tropfen lassen. Das waren, Gott sei Dank waren das metallische, konnte ich also wieder säubern und ich kann bremsen, also wirklich festbremsen, wenn ich das will. Genau. Was habe ich noch gemacht? Die Spiegel sind die alten, wie ihr seht. Da habe ich sogar den linken kleben müssen, weil der sich immer wieder verstellt hatte. Da ist der Kugelkopf hier, ich weiß nicht, erkennt ihr es, kaputt. Also gebrochen, den zeige ich euch aber dann vor Ort, weil wir halten natürlich dann auch. Und dann werde ich euch präsentieren, was es zum Präsentieren gibt. So. Das Schöne ist an der Sphera RST 50 von 1995, sie darf halt offiziell noch 50 fahren. Na? Momentan fährt sie noch nicht ganz so sauber, wie ich mir das vorstelle, aber das wird kommen. Also da bin ich sehr überzeugt. So. Ein bisschen auf den Verkehr muss ich mir auch wieder konzentrieren. Ich merke es, weil, also, was hier wieder abgeht. Krass. Der beschleunigt hier nicht. So, auf jeden Fall habe ich mir die eigentlich, ich habe den Roller mir eigentlich, sollte das ein Winterroller werden. Aber ja, ich habe halt wieder mal einen Batscher bekommen und dachte, ich muss das hier auf Vollrestauration machen. Und habe halt dann wirklich halt alles so gesehen restauriert. Innenleben habe ich soweit nur sauber gemacht. Der Rahmen, der war noch original gut beschichtet, kein Rost. Das ist schon das Nächste, was ich gesagt habe oder für mich gesagt habe, hat er auf jeden Fall Potenzial. Super, also wirklich. Ich habe noch nie einen Roller gekauft, wo ich keinen Rost gefunden habe. Ich meine, ja klar, am Hauptständer hat er wegen Rost, aber das ist ja ganz normal. Aber fand ich super.
Also super Potenzial, das Ding. So, quetsche ich mich jetzt da auch vor, sonst schaffe ich es nicht. Ich quetsche mich jetzt davor. Ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Hier ist nämlich keine durchgezogene Linie und jetzt gehe ich gleich rüber. Entweder vor Mercedes oder nach dem Mercedes. Nach dem Mercedes. Zack. Ha! Habt ihr das gesehen, wie das funktioniert? Sonst wäre ich nämlich noch gestanden. Ist ein bisschen riskant, so ein Manöver, aber einfach rechtzeitig blinken, dann funktioniert es. Ja, Gewicht habe ich noch andere rein von Naraku mit Teflon-Beschichtung. Funktionieren einfach wesentlich besser als die Standard-Dinger. Dann habe ich noch einen neuen Keilriemen rein. Den Ölpumpenriemen habe ich auch einigermaßen erneuert. Auspuff habe ich einen neuen Grümmer rein. Da hatte ich noch einen originalen für meine NSL da. Gott sei Dank sind es die gleichen. Und genau. Ich würde sagen, dadurch, dass hier der Verkehr richtig ins Stocken kommt, werden wir uns an dem Platz treffen und dann schalte ich wieder zu. Und bevor sich das hier in die Länge zieht, weil sonst geht mir das Gespräch, der Gesprächsstoff aus. Und dann sehen wir uns gleich hinten im Wald, wo alles begann. Bis gleich. Ja, Leute, weiter geht's mit den Bildern. Ich habe beim Filmen vergessen, ab und zu sagen, jetzt geht's weiter mit den Bildern. Egal, ihr seht ja auf jeden Fall, bin ich beim Lackieren. Da schaut es schon richtig geil aus. Ja, das Vordere habe ich dann erstmal provisorisch so lackiert und habe den Lenker nicht ausgebaut, hatte ich keinen Bock. Später musste ich das aber. Ihr seht es dann gleich bei den Bildern. Ja, da ging es mit einem vorderen Dämpfer, aber ich habe es nicht erwarten können. Deswegen habe ich gemeint, ich lackiere schon mal vor. Hätte ich das gewusst, hätte ich es anders gemacht. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal der Lack richtig krass geil. Da kommt der klare richtig gut zur Geltung. Auch hier der Variomatic-Deckel ist super geil geworden mit dem Schwarzmetallic. Seht ihr aber dann später, dass er leider jetzt schon Kratzer hat. Ja, da habe ich meine Fingernägel lackiert, gesprüht. Foto gemacht halt, dass ich weiß, wo die Anschlüsse waren. Hier sieht man mit Klarlack. Und da habe ich extra ein schönes LED-Licht drauf geknallt, wie wunderschön er ist. Ja, hier ist der besagte Sitz, der wo durchnässt war. Den habe ich da in der Waschmaschine gehabt. Der musste mindestens fast, fünf Tage habe ich ihn trocknen lassen müssen, bis der dann endlich trocken war. Kickstarter habe ich den alten genommen. Hier habe ich ein bisschen geputzt. Hier sieht man auch wieder schön keinen Rost. Bis auf die Halterung. Jo, da habe ich noch einen Benzinfilter dazwischen gehabt. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Hier so meine Werkbank. Auch mal cool, seht ihr die auch mal. Die war am Ende fünfmal so schlimm vollgemüllt. Ja, da habe ich da vor meiner Garage noch den Topcase-Halter. Ha, da hatte ich Durst. Ich meine, immerhin habe ich ja da fast schon eine Woche durchgearbeitet. Ja, was habe ich da gemacht? Ah, da war ich glaube ich beim Zusammenbau. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah, hier seht ihr, da habe ich einen neuen Benzinschlauch geholt. Ein Benzinschellen von Louis. Richtig stabil, dass auch alles sicher ist. Und hier, das meinte ich ja. Genau, da habe ich das ausgebaut. Und da habe ich dann angefangen, die vordere Dämpfereinheit, Schwinge, bla, keine Ahnung, zu machen. Hier habe ich mit meinem Panzertape, Choroplast besser gesagt, den Benzinschlauch, also den Bremsschlauch abisoliert. Ja, willkommen in meiner Dusche. Da habe ich die Felgen geputzt. Das hat ewig gedauert. Ich sag's euch, nie wieder so eine Scheiße. Aber es hat sich gelohnt. Man sieht, ich habe eine ziemlich neue Dusche und da will ich eigentlich sowas nicht machen. Aber egal, hier habe ich schon mal die Schwinge, vorne die vordere Schwinge lackiert. Da ist der geile TCC-Dämpfer. Oh, geil, das immer zu sehen. Ah, jetzt kommt, vor allem auf den Bildern kommt es richtig geil rüber gerade. Neue Schrauben natürlich verwendet überall. Schaut der nicht geil aus, wenn der so neu drin ist. Oh, richtig geil. Hier ein sehr, sehr gutes Fett von Mugoff. Eigentlich für meine Downhiller. Aber ich habe mir gedacht, gönne ich einen Biatch auch mal. Hier, fertig. Endlich zusammengesetzt das Ganze. Da ist es schon wieder drin. Ja, das ist auch richtig schön geworden. Vor der Verkleidung. Ja,
und wie es da ausschaut, überall alles liegt voll, seht ihr das? Die ganzen Reifen hinten und so. Und ja gut, fürs Auto ist natürlich auch was gelagert. Ja, da habe ich dann meinen Sitz endlich mal so drauf getan, weil ich es einfach mal wissen wollte, wie es so langsam ausschaut, das Ganze. Hier sind die Heidenau K58 Reifen drauf. Vorne sowie hinten. Ist für mich ein Allround-Reifen. Kann man auch mal ins Gelände oder mal durch den Wald fahren, irgendwas. Wenn man mal einen Sandweg entlang muss, hat man da mehr Profil als mit glatte Sommerreifen. Ja, ihr seht, so langsam geht's zum Ende zu. Und das ist natürlich richtig geil, wenn man dann sieht, so langsam Stück für Stück, wie es dann ausschaut. Da die Felge, wo noch in der Dusche war. Ja, was ist jetzt? Egal. So, Schraubenset. Weil ich gesagt habe, dass ich die Karosserie auf jeden Fall mit komplett neuen Schrauben versehen möchte. Alle alten Schrauben weg. Gott sei Dank kenne ich mich mit Billard schon so gut aus, dass ich genau weiß, wo welche Schraube hingehört. Sonst wäre das wahrscheinlich ein Horror gewesen für welche, die wo sich da nicht auskennen. Aber ich mache, naja gut, ich weiß es blind eigentlich fast. Ja. Man merkt doch schon, es liegt weniger rum. Da war es dann schon richtig geil, Alter. Das fühle ich jetzt gerade so richtig. Ja. Kann ich jetzt gerade gar nichts dazu sagen, weil ich jetzt gerade selber ein bisschen begeistert bin, wie er gerade fertig wird. Ja, Batterie ist auch neu hier drin. Hat mich fast 50 Euro gekostet, das Scheißding. Da habe ich dann auch schon die Innenverkleidung mit diesen, werde ich später im Video mal kurz erklären, mit diesem Aufbereitungsgel von Sonax. Sieht man, wie das Plastik glänzt. Guckt euch das an. Jetzt kommt, glaube ich, ein kurzes Video. Moment, da bin ich jetzt mal kurz ruhig. Da lief er nämlich das erste Mal. Ja, und da kam natürlich der typische Endaufkleber vorne drauf bei der ganzen Sache. Ja, und da war dann noch etwas gerissen. So, natürlich ist mir gerade was eingefallen. Viele schreiben immer ja längere Videos und mehr davon. Ja. Den Rat befolge ich jetzt einfach mal und schalte jetzt noch mal zu. Die Strecke kennt ihr, da fahre ich eben in die Fränkische Schweiz, aber da fahre ich jetzt natürlich nicht hin. Bevor es auf die Landstraße rausgeht, muss ich jetzt nach links. Da geht es da in ein Waldstück hinter. Keine Angst, das ist erlaubt, da zu fahren. Da ist der Verkehrsübungsplatz in Nürnberg und da darf man hinterfahren. Also eigentlich fährt man dahinter, um auf den Verkehrsübungsplatz zu kommen. Aber natürlich kann da jetzt auch keiner was sagen, wenn man dann alleine ohne irgendjemand hinterfährt, der wo das Fahren lernen möchte. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich, seit ich losgefahren bin und mit euch babbel, dass ich mein Visier offen habe. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier die ganze Zeit ein Windgeräusch da ist, Alter, weil sonst raste ich aus. Immer das Gleiche mit mir, ey. Entschuldigung. So. Also ich wollte nur sagen, auf der Geraden schafft sie mehr als 60 laut Tacho. Aber ich reize es noch nicht aus, weil ich habe ja 9 Zylinder und Kolben einzufahren und möchte das jetzt einfach nicht riskieren, dass irgendwas passiert. Und ja, ja, den sein Hinterreifen schaut auch schon abgefahren aus, also die Mitte. Ich glaube, die Saison ist jetzt für ihn auch vorbei. Ach Leute, ich sage euch, ist es so schön, mit einem alten Piaggio rumzufahren. Aber mir gefällt halt der Druck natürlich, ne? Ich habe ja noch einen Piaggio DBH und wenn ich mit dem fahre, naja, da ist wesentlich mehr Druck. Druck. So, jetzt geht's hier hinten rein. Blinkt man mal schön. Und vor allem die frisst Sprit ohne Ende, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Da ist der große Tank drin. Ich will jetzt aber wissen, also wenn es zu dreckig ist, dann fahre ich jetzt nicht ganz hinter. Wie gesagt, ich habe die erst frisch restauriert. Aber ihr seht gleich, weil ich habe richtig geile Reifen drauf. Aber ich glaube, wir bleiben am Anfang. Es macht keinen Sinn, jetzt dahinter zu fahren, Leute. Weil für was? Ich will es ja euch zeigen und jetzt hier nicht im Wald rumfahren. Das möchte ich ja auch nicht. Ja. Boah, seht ihr diese Schlaglöcher? Leck mich am Arsch, Alter. Wenn man da rein fährt, dann, ja, Prost Mahlzeit, nicht? Ne? So. So, dann halten wir mal an und pocken mal auf die Karre.
Und dann zeige ich euch jetzt mal alles. Also, wir haben eine Sphäre RST 50 vom Baujahr 1995. Das Coole an dem Teil ist, ich zeige euch das jetzt mal zuerst. Also pass auf, hier ist mein Scheinwerfer. Ihr seht hier das hellere Licht und das etwas dunklere. Ich mache jetzt das hellere mal aus. Das Ding hat ein Tagfahrlicht. So geil. Das ist so geil, Leute, dass das Ding ein Tagfahrlicht hat. Das heißt, ich muss nicht ständig, wenn ich mit dem Teil unterwegs bin, muss ich nicht die ganze Zeit meine guten Birnen kaputt machen. Was heißt kaputt machen oder halt gebrauchen? Also, ihr habt es ja auf den Bildern schon gesehen, wie das Teil ausgeschaut hat. Also, die Felgen, Originallack noch, Heidenau. Ich habe für Heidenau für den K58 Reifen entschieden. Ja, ich habe mich für die Farbe Blau entschieden, Blau Metallic. Ich habe Vespa-Griffe drauf gebaut. Diese Vespa-Griffe, die hatte ich noch von meiner Sphera, die wo ich damals mal umgebaut habe, genommen, weil ich habe die natürlich aufgehoben. Und das Ding ist nämlich, den Dämpfer hier hinten, wo ihr seht, den hatte ich noch von meiner alten NSL. Und da vorne, wie ihr auf den Bildern erkennen konntet, habe ich die Schwinge lackiert. Hier ist ein neuer Dämpfer von GCC drin. Die Tachowelle habe ich erneuert. Genau, Scheinwerfer geputzt. Ja, es gibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Gepäckträger, den Sattel habe ich natürlich neu überzogen. Wie ihr seht, schaut mal, wie wunderschön der ist. Die Sau vorher, ich sage euch was, das Ding war durchnässt, okay? Ich habe die erste Probefahrt gemacht. Ich habe den natürlich nach einem Tag schon zum Laufen gebracht, weil der hatte einen Kolbenfresser, wie ihr auf dem Bild gesehen habt. Und dann bin ich so in Markov rübergefahren und ich dachte mir so, warum ist mein Arsch die ganze Zeit so feucht, ne? Ja, der Sitz war durchnässt und wenn man so draufgehauen hat, also wenn man das hier gemacht hat, dann ist der Sitz gerissen, einfach eingerissen. Ja, was habe ich dann gemacht? Dachte ich mir, okay, ich wollte den ja eh neu satteln, aber das ist so eine Sache, das mache ich nicht immer gleich. Das hat für mich Zeit, der Sitz, weil man schraubt eh das Ding noch ab und zu auf und zu, um noch mal was zu erneuern und dann wird das dreckig. Deswegen, Sitz kommt bei mir eigentlich immer zum Schluss. Das Ding ist, jetzt kommen wieder lauter Leute, jetzt fahre ich doch noch ein Stück hinter, weil das nervt mich. Das Ding ist, was ich euch sagen wollte, das Ding ist, mit dem Sitz, oh, jetzt bin ich raus, ach Mensch, jetzt war ich so gut drin, durch den Sitz, genau, ich habe dann den Schaum aus dem Sitz raus, ich habe den Schaum aus dem Sitz rausgebaut, habe den komplett in der Waschmaschine gewaschen, in der Waschmaschine, ja, mit Kuschelweich und mit weißer Riese und ja, das war geil. Dann habe ich den Lederbezug mir bestellt und neu gesattelt und einfach ein Traum wieder, ein Sofa zum Hinsetzen, sage ich euch. Ich sage euch das, geil. Ah, ja, und ich sage euch noch was. Das Plastik, ich hab's dieses Mal nicht lackiert. Normalerweise bei meinen ganzen anderen Rollern, da lackiere ich das, ja. Da lackiere ich das mit Klarlack und dann dachte ich mir, nein, das sollte ein Winterroller sein, der wo auch mal ein bisschen dreckig werden darf. Genau. Und ich habe das dann mit diesem Plastik, da gibt es für Plastik so ein Gel, wo du dann das aufbereitest. Das ist mega gut, das empfehle ich euch. Das gibt es von Sonax, das ist keine Werbung, aber ich liebe dieses Zeug. Da habe ich auch mein Ford Fiesta damit aufpoliert, also die Plastikteile. Ja. Ah, wartet mal ganz kurz, wenn wir schon mal bei den Videos sind. Ich schreie hier voll rum, ey. Ich weiß nicht warum, Entschuldigung Leute, wenn ich so rumschreie. Aber könnt ihr euch an diese Stelle hier erinnern? Könnt ihr euch an diese Stelle erinnern? Hier ist mein Video von meinem Intro. Vom Dum, 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 Dum. Genau, da komme ich hier rausgefahren und wieder reingefahren. Da habe ich das damals alles gedreht. Und ich möchte eventuell ein neues Intro machen. Aber das weiß ich noch nicht, weil mir mein altes Intro eigentlich total gefällt. Aber ja, das neue Intro wäre halt sehr zeitaufwendig. Ich würde dann nämlich gerne alle meine Maschinen drauf zeigen. So, hier machen wir mal weiter. Oh Mann. So, alles live. So, Scheinwerfer hinten hatte Potenzial.
Auspuff war sehr verrostet, wie ihr auf den Bildern gesehen habt. Den habe ich leicht abgeschliffen mit meiner Drahtbürste und mit einem Akkuschrauber. Und ja, habe ihn halt mit Auspufflack lackiert, ja. Nichts Besonderes, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Vergaser natürlich, alles gereinigt, sauber gemacht. Öl gleich rausgewechselt, Getriebeöl erneuert, Benzin leer gemacht, alles komplett neu und frisch aufgefüllt natürlich mit meinen Sachen. Ja, super. Bremse natürlich entlüftet, die war total gammelig. Bremse hinten eingestellt, wie es sich halt gehört. Schrauben, alle Schrauben von der Karosserie habe ich als Set bestellt und alle Schrauben sind auch neu. Alles. Die Karosserie ist soweit nicht gebrochen, nur hier gibt es eine Halterung nicht mehr. Aber das ist nicht okay, das ist okay. Ja, und da fehlt halt das originale Schild. Dafür habe ich es hier noch mit 50. Ja, schade eigentlich. Was kann ich noch erzählen? Genau, hier Piaggio-Logo aus Aluminium, weil der Vorbesitzer meinte, das zu spachteln und komplett aus der Karosserie rauszutun. Aber was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu dem Roller? Leute, ey, gebt euch den mal. Jetzt mal ohne Scheiß, bitte. Der schaut super aus von vorne, oder? Ich habe da so viel Arbeit reingesteckt. In einer Woche, nachdem, also das, was ihr gesehen habt, nach einer Woche habe ich so einen Roller hingesetzt. Ach ja, Luftfilter ist auch neu natürlich, der Luftfilter innen drin. Variomatic-Deckel ist auch schwarz lackiert. Und warum habe ich hier einen Kratzer? Schaut mal, da ist ein Kratzer, fuck. Wieso ist da ein Kratzer drin? Na super. Da ist irgendjemand dagegen gekommen oder ich mit dem Fuß beim Kicken. Scheiße. Na toll. Naja, nicht so schlimm. Das passiert halt, Leute. Das kann man halt nicht ändern. So. Ja, das war's eigentlich schon. Das war's. Oh, hier bin ich. Servus. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video an diesem Sonntag gefallen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude jetzt hier mit mir. Ich werde ab und zu mal ein paar Videos mit dir machen. Keine Ahnung, wenn ich mal von der Arbeit komme, wenn ich mal einkaufen gehe oder so. Dass wir einfach ein paar Vlogs zusammen haben. Wäre auch schön, wenn ihr das Video anschaut oder auch die anderen Videos anschaut. Nicht nur über die Yamaha Tri City. Weil ob ich jetzt auf der Yamaha quatsch oder ob ich auf dem Roller, auf dem schönen alten italienischen Roller quatsch, ist doch eigentlich das Gleiche. Klar, es ist die Maschine nicht unter mir. Aber sie ist halt mal jetzt abgemeldet wieder. Oder Saisonkennzeichen halt, ne? Und so ist es halt. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal bei Basti Zweiter Kanal. Und ach, stopp. Ich noch mal kurz. Ich muss noch kurz was erwähnen. Ich werde über die Winterpause mal rausfinden. Also ich möchte mal das Topcase ausbauen von der Yamaha. Habe ich schon mal gemacht, aber ich möchte es euch zeigen. Einfach mal gucken nach 8.500 Kilometer, wie das Innenleben ausschaut. Wie dreckig. Ich kann euch sagen, es wird dreckig, weil da ist Dreck drin. Ich habe es schon gesehen. Dann möchte ich mal das mit der Batterie schauen, wie man die ausbaut, dass ich mal euch zeige, wie das geht. Und ja, und dann werden wir uns mal eine ganz große Sache machen, das Hinterrad ausbauen. Ich weiß es noch nicht, ob ich selber mache, weil ich möchte mir einfach die Demontage- und Montagekosten sparen. Sind immerhin drei Reifen, wo ich brauche und ich sage euch was, da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen, ja. Wir gucken, also vorne baue ich es auf jeden Fall selber aus und lasse sie aufziehen. Und wenn ich das alles separat mache, ist mir egal. Und genau. Und hinten eventuell den Reifen lasse ich halt dann machen bei der Inspektion. Aber wir gucken. Falls jemand eine Anleitung hat, wie das geht, weil da muss ja ein bisschen mehr raus, schicken. Ich finde nämlich keine. Also, ich quatsche wieder zu viel. Ich wünsche euch was, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Bastis Zweiter Kanal und tschüss.